Hi, ich hoffe, euch geht's allen gut. Wisst ihr eigentlich, dass meine liebsten YouTube-Videos meistens die sind, wo es um Equipment von anderen Fotografen und Videografen geht? Also grundsätzlich gucke ich mir tatsächlich am liebsten Videos an, worum es um Kamera-Gear geht. Und genau darum soll es heute in diesem Video gehen. Ich möchte euch heute meinen Rucksack vorstellen und zwar den Inhalt davon, also ein What's in my bag. So, kommen wir mal zum ersten Teil des ganzen Videos und zwar meinem Rucksack. Das ist der Tarion MKL01, glaube ich. Der ist schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich weiß gar nicht, ob es den noch so in der Art und Weise gibt. Jetzt würde ich sagen, fangen wir mal damit an, was da so drin ist. Als allererstes haben wir natürlich das Sony 70-200 f2.8 G-Master Telezoom-Objektiv, über das ich auch schon ein Video gemacht habe, ja, wo ich ein bisschen genauer auf die Behandlung dieses Objektives eingehe, beziehungsweise warum ich dieses Objektiv überhaupt habe. Ich denke mal, als Pferdefotograf ist es relativ logisch, warum man so ein Objektiv mit sich rumschleppt. Auf jeden Fall, das ist das erste Objektiv, was ich zumindest in meinem Kamerarucksack habe. Als nächstes haben wir das Sigma 24-70mm f2.8. Das ist meine immer drauf Linse, wenn ich filme, da der Zoombereich wunderbar ist, es ein wunderbarer einen Autofokus hat und eine schöne Offenblende von durchgängig 2,8 und ja, damit schieße ich das meiste meiner B-Roll-Videos und auch so meiner YouTube-Videos hier im Allgemeinen. Ein Video dazu wird auf jeden Fall noch auf dem Kanal kommen und weiter geht's. So, weiter geht's. Ich habe immer ein paar Batterien dabei für mein Mikrofon, was hier oben hängt. Das nutze ich dann natürlich, oder das Mikrofon ist auf der Kamera angeschlossen und adaptiert. Wenn ich mal einen Vlog aufnehme und falls die Batterie da oben halt alle sein sollte, habe ich so eine 4 Volt Block-Batterie dabei. Als nächstes haben wir dann meinen Vertikalgriff, der normalerweise auch unter der Sony-Kamera hier, die mich gerade filmt, halt angebaut ist. Der bietet viele Vorteile. Zum einen kann ich viel entspannter vertikal oder hochkant Fotos machen. Zum anderen hat der hier unten Platz für 2 Akkus, was dafür sorgt, dass man einfach unendlich lange Akkulaufzeiten hat. Und der macht die ganze Kamera einfach ein bisschen größer und schwerer, was sie gerade mit dem Sony 70-200mm Objektiv um einiges angenehmer macht zu tragen. Dann habe ich hier noch so eine Tüte mit jeder Menge Schrauben und Adapter und sonstigen drin. Da ist wie gesagt alles dabei, von 3/4 Zoll Gewinden bis 1/8 Zoll Gewinde Schrauben, die es einem ermöglichen, die Kamera oder das Mikrofon, was auch immer man gerade dabei hat, an jedes mögliche Stativ zu adaptieren und einfach anzuschrauben, was man immer mal benötigen kann auf jeden Fall. Ja, das ist so, dass der Inhalt des Hauptfaches, meistens ist das alles ein bisschen anders zusammengebaut, also meistens habe ich das Sigma 24-70mm mit der Sony-Kamera und dem Batteriegriff drunter aneinander gebaut und dann liegt das, passt das hier perfekt in den Rucksack hinein. In den Seitentaschen befinden sich dann noch verschiedene andere kleine Accessoires und welche das sind, das zeige ich euch jetzt. Zum einen haben wir hier ein kleines Case für Speicherkarten. Von denen kann man nie genug haben, meiner Meinung nach. Ich habe hier unzählige drin, von 128 GB bis 32 GB, alles mögliche dabei. Also jede Menge Speicherkarten, damit einem nie Speicherplatz ausgeht. Außerdem in der kleinen Seitentasche sind natürlich Kameraakkus. Von denen habe ich insgesamt 3. Das sind die 9 Z-Akkus von der Sony A7 Mark III. Ich habe noch nie Probleme damit gehabt, dass irgendwie mein Akku mal zu leer war oder generell leer war. Daher bis jetzt nur 3, vielleicht kaufe ich mir noch einen 4. dazu, einfach nur aus der Sicherheit. Und das letzte Stück, was in der linken Seitentasche ist so ein Adapterring nochmal. Den braucht man für die Videografie, um verschiedene Filter vor die Linse zu schrauben. Ja, was damit genau auf sich hat, erkläre ich euch vielleicht mal in einem Video, wenn ihr das wollt. Dann könnt ihr mir das gerne mal unten in die Videobeschreibung schreiben. Nicht in die Videobeschreibung, sondern einfach als Kommentar unten in die Video-Kommentarleiste schreiben. Ja, auf der rechten kleinen Tasche sind noch verschiedene Filter für die Videografie. Haben wir 2 Stück. Einmal einen von Gobe, das ist ein 82mm variabler ND-Filter. Den braucht man auch fürs Film. Und dann habe ich auch nochmal von der Firma Gobe ein 1000er ND-Filter und mit dem kann man Langzeitbelichtung machen. Das ist weniger was für die Sportfotografie oder Tierfotografie, sondern mehr für die Landschaftsfotografie. Habt ihr es vielleicht auch schon mal gesehen? Das sieht dann so aus, als wenn man, also wenn man Wasserfälle zum Beispiel fotografiert, als wenn da so ein Schleier runterhängt und genau das macht man mit so einem 1000er ND-Filter. Wie gesagt, wenn ihr dazu auch mal ein Video haben wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann oben in dem oberen Gepäckfach quasi habe ich meistens eine Jacke und ein bisschen Proviant noch drin. Außerdem, wenn ich auf Reisen bin, mein Ladegerät für die Sony-Akkus. Das ist einmal ein zweiteiliges, ja, Ladegerät für die Sony-Akkus.
was ich eigentlich mal mit mir rumschleppe. Außerdem habe ich da noch einen Joby Gorilla Pod, den braucht man natürlich zum Vloggen, den halte ich dann so vor mir und obendrauf ist die Kamera und ich kann mich schön selber filmen. Außerdem ist er auch so ganz cool, weil man diesen Joby Gorilla Pod einfach um sämtliche Gelenke irgendwie rummachen kann und ja, die Kamera dadurch dann schön selber hält. Geiles Teil, kann ich nur jedem empfehlen. Link dazu findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Dann noch Jasmins GoPro Hero 4 mit Display hinten drauf. Die ja, nutzen wir eigentlich so gut wie gar nicht. Ich habe schon mal überlegt, mir jetzt eine neue GoPro Hero 9 zu kaufen. Einfach nur, um Jasmin mal ein bisschen die Kamera auf den Kopf zu setzen, falls sie eine Runde am Reiten ist. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch machen. Und dann habe ich hier noch so ein Smartphone-Halterung für den Joby Gorilla Pod. Einfach nur, um mein Handy mal einzuspannen und eine Zeitraffaufnahme kurz damit zu machen für Instagram oder halt eine Instagram-Story zu filmen. Dafür habe ich das Ding hier immer noch dabei. Ja, wie ihr seht, habe ich gar nicht so viel in meinem Rucksack drin, da ich ihn stets versuche, relativ leicht zu halten. Da es gerade bei langen Wanderungen oder Spaziergängen sehr unangenehm quasi wird, irgendwann für den Rücken, so viel Gewicht da drin zu haben. Und wenn ich mit Jasmin auf Reise bin quasi oder wir Shootings machen und dann unterwegs sind, dann geht man doch seine, weiß ich nicht, 10 Kilometer. Und ja, da ist es halt sehr viel angenehmer, einen leichten Rucksack einfach zu haben, als so ein schweres Ding die ganze Zeit mit sich rumzuschleppen. Ich denke mal, der ein oder andere von euch kennt das bestimmt auch. Falls ja, schreibt es mir unten in die Kommentare, was ihr da so für Erfahrungen mit habt. Genauso würde ich mal oder würde mich mal interessieren, was ihr so für Kamerarucksäcke nutzt, da ich mir wahrscheinlich jetzt mal einen neuen bestellen werde. Da den ich hier habe, halt schon über, weiß nicht, ich glaube 5 Jahre alt ist. Also der hat schon so die eine oder andere Tour auf jeden Fall hinter sich und es gibt da sicher bessere Alternativen inzwischen als diesen alten von Tarion hier. Und ja, da würde ich mich drüber freuen, wenn ihr mir das mal unten in die Kommentare schreibt, was ihr da so nutzt. Und jetzt würde ich sagen, peace out. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das doch ruhig. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Weiter geht's. Als allererstes haben wir natürlich das Sigma 24. Worüber ich auch schon ein Video gemacht habe. Das Objektiv und das. Ja, fangen wir mal mit der Haupttasche meines Rucksacks an, was da so drin ist.